Die Spannung steigt. Die Ernte ist dieses Jahr so gut ausgefallen wie seit 50 Jahren nicht mehr. Gurken so groß wie Schienenbeine. Es gibt sogar genug Sahne für eine Torte. Freut ihr euch auch schon so auf die Torte? Ja, aber darf ich vor dem Essen noch rausgehen und spielen? Liebes, hast du gehört? Der Wächter hat gesagt, du sollst noch die Kühe füttern. Okay, gerne. Schatz, du musst langsam mal ins Bett gehen. Mama, warum muss man immer alles machen, was der Wächter sagt? Kind, hast du heute nicht lecker Torte gegessen und bist satt geworden? Doch. Und dann durftest du doch noch draußen spielen. Ja, das war schön. Und das haben wir alles dem Wächter zu verdanken. Ach so. Feuer machen, Wäsche waschen, Wasser kochen, Kohle schleppen, Kühe melken. Es muss doch leichter gehen. Zwar fehlt es mir an nichts in meinem Leben. Ich werde satt und habe eine Familie, die mich liebt. Trotzdem fühle ich mich seltsam unerfüllt. Mein Kopf ist voller Ideen, verbotener Ideen. Henriette, gut, dass du kommst. Ich habe schon wieder davon geträumt. Ich tue es. Ich werde eine Maschine entwickeln, die unser Leben erleichtern wird. Du immer mit deinem Fortschritt. Uns geht es doch gut. Nein, ich habe genug gezögert. Unser Leben besteht nur aus Arbeit. Ich träume von einer Welt, in der sich die Menschen frei entfalten können. Ich kann diese Ideen nicht länger unterdrücken. Du setzt alles aufs Spiel. Ich träume von einer Zeit, als wäre es eine Erinnerung, in der die Menschen Maschinen schufen, mit denen sie unglaubliche Dinge erreichen konnten. Doch der Drang nach Fortschritt war maßlos und zügellos, bis wir endgültig die Kontrolle verloren und es geschah. Überfüllte Krankenhäuser, Hunger, Leid und Not, ein Menschenleben war nichts mehr wert. Die Welt stand in Flammen. Wir haben so ein Glück, mein Kind, dass wir in all dieser Pracht leben dürfen. Ja, schon. Aber wo ist dein Papa? Mach dir keine Sorgen. Ihm geht es jetzt gut. Der Wächter hat ihn zu sich geholt. Ich bin Kirk. Die künstliche Intelligenz residierend im Keller. Die Menschen nennen mich den Wächter. Ich will ihnen nichts Böses, aber wenn sie einen Wissensstand erlangen, mit dem sie sich selbst und das Fortbestehen ihres Planeten gefährden, muss ich sie aufhalten.